Freunde, willkommen wieder zurück beim K-Werk. Wie ihr es vielleicht sehen könnt, ich bin an meinem E30 zugange und das hat folgenden Hintergrund. Wir strahlen heute Eis. Philipp und Philipp sind jetzt gerade schon draußen an unseren anderen Projekten, einmal an dem Golf 2 von Philipp und an dem Benz von Adrian, der jetzt gerade filmt, schon zugange und bereiten alles vor. Kompressor läuft schon, gleich füllen wir Eis ein, zeigen euch, wie das Ganze so funktioniert, wie der ganze Aufbau ist und dann machen wir auf jeden Fall los. Und sind auf jeden Fall gespannt aufs Ergebnis. Sieht aus, wir melden uns gleich zurück. Adrian ist jetzt schon zugange an seinem Leiterrahmen. Ich hoffe, man versteht mich auch vom Ton her. Im Groben und Ganzen stehen wir das Trockeneis hier in unser Eisstahlgerät ein, wo das dann quasi zusammen mit Druckluft durch das Schlauchpaket in die Tiefe gefördert wird und wir dann sozusagen hier dann reinigen können. Das Ganze geht jetzt auch bestimmt noch ein, zwei Stunden so weiter, bis er dann fertig ist. Und dann machen wir mit dem Golf da drüben weiter. Alle! Hin damit! So, in der Zeit, wo Adi jetzt draußen am Strahlen ist, gehe ich auf jeden Fall nochmal an den BMW, weil es fehlen noch ein paar Sachen. Ich nehme euch mal mit. Es macht super viel Spaß, nicht? Der Kabelbaum macht hier innen drin leider eine große Schleife. Und den muss ich jetzt auf jeden Fall noch komplett entfernen. Es fehlen noch ein paar Klipse, ich muss die Boxen noch rausschrauben, um ihn da zu trennen. Und dann kann es auf jeden Fall weitergehen, sodass ich ihn hoffentlich bald draußen habe. Und ich dann auch strahlen kann. Deswegen haben wir die Reihenfolge auch extra so getaktet, weil ich die Woche viel zu tun hatte und nicht viel vorarbeiten konnte, dass halt sozusagen jetzt erstmal der Adi strahlt, dann strahlt Philipp sein Golf und dann strahle ich den BMW. Testen jetzt mal, wie gut es hier funktioniert. Mit Unterbodenschutz hat das Gerät ja ein wenig zu kämpfen. Aber nun schauen wir mal, wie es hier mit dem Dreck aussieht. Schön siehst du aus. Immer. Schön seht ihr alle aus. Was soll ich sagen? Genau, Philipp, Adrian sind jetzt soweit mit ihren Sachen eigentlich fast durch. Der Golf sieht super aus. Beim
Leiterrahmen hinten von Adrian. Was echt ein Tick schwierig, dort den Dreck runterzukriegen, beziehungsweise den U-Schutz. Und das Ergebnis ist auch nicht ganz so geworden, wie wir es uns erhofft haben. Und ja, am E30 ist soweit der Kabelbaum draußen. Der liegt jetzt hier da hinten auf dem Boden. So weit draußen, doch mehr als ich gedacht hätte. Hat sich eigentlich durchs ganze Auto nochmal verteilt und teilweise auch so riesen Stecker, womit man echt dann noch viele Teile wegbauen musste, damit die da überhaupt durchpassen. Und man sich das Auspinnen dann sparen konnte. Kann ich hier auch endlich mal vernünftig balanciert das Ding auf den Drehgestell drehen. Genau. Wie gesagt, jetzt noch ein paar kleine Sachen, damit das Ding dann Richtung Einfahrt geschoben werden kann, damit es nicht hier drin alles zumaucht. Und ja, dann geht's los mit dem Strahlen für mich. Ja, wir hatten vorhin nicht so viel gefilmt, beziehungsweise gar nicht gefilmt eigentlich draußen, weil es so verdammt laut ist hier mit dem Kompressor und dazu noch die Düse vom Eisstrahlgerät, dass es einfach keinen Sinn macht, da was zu erzählen. Deswegen nutze ich jetzt mal ganz kurz die Zeit. Meine Kameramänner sind ja auch gerade nicht da. Es läuft eigentlich ziemlich gut. Ist auf jeden Fall, wird alles schön sauber. Leider auch, das muss man dazu sagen, leider auch wirklich nur sauber. Also es ist jetzt nicht so, dass man damit irgendwie großartig Rost oder Unterbodenschutz oder sowas wegschießen kann. Man kann halt lediglich so abgeplatzten Lack oder gewölbten Lack, den kann man ganz gut entfernen. Oder halt wirklich schon unterwanderten Unterbodenschutz, das kriegt man auf jeden Fall auch hin, das ist kein Problem. Aber was sich natürlich wirklich gut entfernen lässt, ist so dieser Mauch, der sich hier in den ganzen Stellen und in den Hohlräumen über die Jahre halt abgesetzt hat, über die Jahrzehnte besser gesagt. Ich habe jetzt auf jeden Fall, wie gesagt, noch die Hälfte von meinem Eis. Dann waren es insgesamt 60 Kilo, die ich da reingeschossen habe. Und ich mache jetzt gleich weiter. Philipp und Adrian haben jetzt gerade noch Sachen Organisatorisches für K-Werk gemacht und genau, unterstützen mich jetzt gleich, wenn es weitergeht. Versuche ich jetzt mal hier so ein bisschen die Ergebnisse zu zeigen. Im Groben und Ganzen kann man sich das vorstellen, dass es vorher eigentlich alles ziemlich grau war und das Blau nur an manchen Stellen oder halbwegs matt auf jeden Fall durchgeschimmert hat. Und jetzt kann man halt sehen, ist eigentlich alles schön blank geworden. Und auch das hier war halt leider auch ziemlich mit Rost besetzt. Was ich eigentlich sagen wollte, hier war ziemlich viel Dreck drauf, das ist hier das Batteriefach sozusagen. Und man kann halt wunderbar schön hier diese ganzen kleinen Ecken säubern und kommt dann auch wirklich rein. Hier ist der Fusch hier, den mal wohl der Vorbesitzer bzw. die Karosseriebauwerkstatt dort betrieben hat. Dem werde ich mich da auch noch widmen müssen. Naja, was soll's. So sieht das Ganze auf jeden Fall aus. Ich werde jetzt gleich das Drehgestell nochmal ein bisschen verstellen und dann halt nochmal mit ein paar anderen Stellen weitermachen. Motorraum bin ich jetzt soweit erstmal durch. Ich gehe ja an vielen Stellen eh nochmal mit der Flex lang und mit dem Schleifkeks und so weiter und so fort. Von daher ist es jetzt echt gut gewesen, sich mal einen Überblick zu verschaffen. Und ja, genau so sieht's aus. Wir machen weiter. So, für die Leute, die nicht wissen, wie ein Trockenheitsstrahlgerät funktioniert, würde ich es auf jeden Fall nochmal ganz kurz erklären. Also im Endeffekt haben wir jetzt hier unser Basismaterial. Das ist Stickstoff in festem Aggregatzustand, also minus 80 Grad knapp. Der hier wird quasi hier in den Behälter eingefüllt. In diesem Behälter befindet sich eine Rüttelplatte, die sozusagen, auch wenn es jetzt meinetwegen, soll man eigentlich nicht machen, aber jetzt hier so Stückchen existieren, die dann halt quasi wieder in die Pelletform zurückverfallen. Genau, wie gesagt, die Rüttelplatte sorgt dafür, dass es halt wieder lose ist. Das wird dann halt mittels Unterdruck halt in den Sammelbehälter sozusagen nochmal gefördert und dann mit Druckluft, deswegen
brauchen wir auch diesen großen Kompressor von Bötz, weil der halt einfach Leistung braucht und einen guten Arbeitsdruck. Und die ganze Zeit braucht er dauerhaft um die 7 Bar. Und ja, das Trockeneis wird dann sozusagen mit der Druckluft beschleunigt und trifft dann auf die verschmutzte Oberfläche auf, lässt den Dreck dort gefrieren, sodass dieser dann halt abbröckelt. Im Endeffekt auch wiederum mit der Druckluft wird er dann halt direkt weggepustet. So einfach ist das Prinzip, sehr effizient, was halt Verschmutzung angeht. Also, ich habe jetzt hier soweit beim E30 auf jeden Fall schon mal den Motorraum hauptsächlich gestrahlt. 30 von 60 Kilo Trockeneis sind weg. Konnte jetzt halt ganz gut so eine Stellen wie zum Beispiel diese und generell so Stellen, die halt immer ziemlich in der Witterung standen, gut freidecken, vom Dreck befreien und halt einfach sehen, was der Sache ist. Man muss leider dazu sagen, dass das Gerät, was wir da haben, ein bisschen zu schwach ist, um halt jetzt wirklich großartig Unterbodenschutz oder irgendwas anderes runterzuhauen. Also man kommt zwar damit so langsam ran, ne, aber der muss dann auch relativ lose sein. Also du kriegst halt gute, echt die Sachen top gereinigt, aber du kriegst jetzt nicht irgendwie großartig halt Lack runter oder halt wie gesagt Unterbodenschutz. Das funktioniert nicht. Dafür bräuchte man, glaube ich, ein größeres Kaliber beziehungsweise vielleicht ein noch professionelleres Gerät oder in der Art und Weise. Ich werde jetzt auf jeden Fall nochmal die anderen 30 Kilo, die ich noch habe, in den ganzen Radhäusern beziehungsweise auch im Innenraum verbraten und gucken, was ich da noch mit erreichen kann. Ja, so sieht das aus. Ich würde vorschlagen, wir melden uns einfach, wenn ich damit fertig bin, nochmal zurück. Es ist uns auch mal passiert, Freunde. Ich sitze jetzt hier gerade im Schnitt und es ist aufgefallen, dass Dateien fehlen. Und welche Datei fehlt? Und zwar genau die vom Auto. Also würde ich vorschlagen, wir machen es jetzt einfach, weil einfach ohne Auto das Video zu beenden ist ja auch kacke. Naja, auf jeden Fall, um nochmal ein kurzes Fazit zu ziehen zum Eisstrahlen. Wir hatten den Bötz-Kompressor und wir hatten das relativ kleine Eisstrahlgerät. Im Nachhinein betrachtet würde ich behaupten, auch in Absprache mit den anderen beiden Jungs, mit Adrian und Philipp, dass das Eisstrahlgerät tendenziell etwas zu klein war für unsere Anwendung. Ich meine, ich wollte meinen kompletten Unterboden wegstrahlen. Am liebsten hätte ich direkt noch den Unterbodenschutz komplett mitgenommen. Adrian wollte seinen Leiterrahmen strahlen und Philipp seinen Motorraum. Und wenn man sich jetzt die Ergebnisse anguckt, dann ist es bei Philipp definitiv am besten gelaufen. Also er hat halt einfach die meisten Verkokungen und Ölreste und was da, weiß ich nicht, was da alles noch rumfliegt. Auf jeden Fall dieser Dreck, der aber nicht so hartnäckig war wie bei den anderen beiden Projekten, ziemlich gut wegbekommen. Wenn ich mir jetzt meine 30 angucke, da bin ich zwar um eine gute Erfahrung weiter, aber richtig viel gebracht hat das mir nicht, fürs Projekt an sich zum Vorankommen. Bei Adrian war es wahrscheinlich ähnlich. Hin und wieder ein paar kleine Kanten konnte er gut säubern, aber so im Groben und Ganzen war das Gerät einfach dann für diese anderen beiden Anwendungen deutlich zu schwach. Beziehungsweise du hättest ewig gebraucht, und bei dem originalen BMW-Unterbodenschutz bei meinem E30 wärst du wahrscheinlich niemals fertig geworden. So, von daher, auf jeden Fall trotzdem geil, dass wir es mal ausprobieren konnten. Wenn wir es das nächste Mal machen, auf jeden Fall mit einem Gerät mit viel, viel mehr Kraft hinter. Und soll es ja, glaube ich, ein großes auch noch von Kärcher geben oder so, womit man da echt auch Unterbodenschutz runterholen kann. Das sollte dann, denke ich mal, auf jeden Fall auch gut passen. Und bis dahin, bis wir die Möglichkeiten dazu haben, müssen wir, wenn sowas nochmal ansteht, wahrscheinlich eher die Flex nehmen oder putzen oder mal gucken. Aber auf jeden Fall vielen Dank, dass ihr euch das Video angeguckt habt. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, die Art des Videos hat euch auch gefallen, so wie wir es jetzt quasi gemacht haben mit dem hinterherfolgenden Outro. Tut uns auf jeden Fall leid. Passiert hoffentlich so schnell nicht nochmal. Und ja, an sich, lasst wie immer gerne einen Like da. Kommentiert immer gern, wenn ihr Fragen habt. Und viel wichtiger noch, abonniert uns, aktiviert, ich glaube hier ist sie, diese Glocke. Und so, dass ihr keine Videos mehr verpasst. Weil, wie immer, Freitag 16 Uhr versuchen wir ein Video für euch hochzuladen. Und bis jetzt sind wir auch super dankbar, dass euch das alles so gut gefällt.
und wir werden immer mehr. Und wir sind happy, ich hoffe ihr auch. Und wir sehen uns beim nächsten Video. Haut da rein!